Was ist das Markenzeichen einer Stadt? Ei, okay, ihr seid schon gebrieft. Okay, es gibt so Wahrzeichen natürlich, in Eschwege zum Beispiel die Jahn-Sporthalle, die über alle Stadtgrenzen bekannt ist. Oder der Dietemann. Aber es gibt natürlich auch sowas wie städteeigene Code. AKE! AKE! Wir trinken 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 AKE. Wir trinken AKE. Wir trinken AKE. Wir trinken AKE. Okay, also dann können wir nächste Woche ins Studio gehen und dann haben wir das Ding aufgenommen, würde ich sagen. Und es ist auf Deutsch.